Polizei hier Schleusung von Flüchtlingen toleriert und so weiter. Wenn quasi hier so viel vertuscht wurde in den letzten Jahren, das ist nicht vergleichbar mit den Zuständen damals bei der deutschen Migration nach Amerika. Polizei toleriert Schleusung von Flüchtlingen, also das Recht kommt da gar nicht mehr zum Einsatz. Strafvereitelung im Amt, von ganz oben wird das ja sanktioniert und jetzt sagt dann der oberste Karlsruher Richter, jetzt sagt er, das Grundgesetz ist ja kein starrer Kanon. Also man will jetzt diese Migranten dazu zwingen, sich an das Grundgesetz zu halten, aber es ist ja eigentlich sehr, sehr schwammig und wabbelig. Also man betont das Grundgesetz, wenn man es irgendwie der eigenen Agenda gemäß auslegen will, aber wenn jemand auf irgendwas pocht, dann sagt man, sorry, das Grundgesetz ist dafür zu schwammig. Das Grundgesetz ist ja eigentlich nur so ein schön Wettertext und er verweist dann auf zig andere Gesetzeswerke, also bürgerliche Gesetzbuch, das Strafrecht und so weiter. Also du hast das Recht auf Meinungsfreiheit, aber die Einschränkungen finden sie hier auch noch. Eigentlich darf man keine Witze oder durfte man keine Witze reißen, keine Gemeinen über George W. Bush oder irgendwelche anderen ausländischen Staatsoberhäupter. Eigentlich gehört dieser Comedy-Film über die nordkoreanische Diktatur, gehört eigentlich verboten, der widerspricht eigentlich dem geltenden Recht. Politiker in Deutschland redeten offen drüber, hey, vielleicht führen wir eine Lizenzpflicht ein für Journalismus. Man braucht eine spezielle Lizenz und eine Regierungsausbildung und man muss alle möglichen Sachen da unterschreiben. Ansonsten darf man keinen Journalismus machen. Pressefreiheit bedeutet dann dieses Gängelsystem und Meinungsfreiheit heißt, ich darf in meinen vier Wänden schimpfen. Aber weh, ich schreibe irgendwas Unangenehmes auf Social Media oder generell irgendwo anders. Und dann gab es ja das Gutachten des früheren Bundesverfassungsrichters Udo Di Fabio. Di Fabio sagt, die Bundesregierung verstößt gegen geltendes Recht. Also die Flüchtlinge, wenn die in die EU reinkommen und in einem sicheren Land sind, dürfen nicht einfach weiter nach Deutschland, um ihren Asylstatus zu optimieren. Und dann sagt Voskuhle, ja, es ist eine andere Sensibilität, man kann rechtliche Regelungen nicht immer durchsetzen, Verträge werden weit ausgelegt und so weiter. Das sei jetzt aber nicht der Untergang des Abendlandes. Dummerweise gibt es natürlich dann, und das sagt er halt eben nicht, unglaubliche klaffende Löcher in den Bilanzen. Keiner weiß, wo das Geld herkommen soll. In Davos sagt man jetzt, wir haben keine Munition mehr, um diese ganzen aufgetürmten Schulden zu begleichen. Ach, herrje. Und dann noch die pure Arroganz. Ja, Bayern kann ja ruhig in Karlsruhe klagen. Das stört die anscheinend wenig. Die Idee eines Staates, der sich vor allem über Grenzen und ein Staatsvolk definiere, sei eine Idee des 19. Jahrhunderts. Was ist denn dann die Europäische Union? Sie will ja ein Staat sein mit einem Staatsvolk. Und die Mittelmeerunion soll ein neues Rom sein, ein neuer Superstaat mit Grenzen und einem Pseudo-Staatsvolk. Mal eine eigene Hymne, die Gesetze kommen alle aus Brüssel. What? Und dann kritisiert Voskuhle noch die Polen, weil die Politik dort irgendwelche Richter austauschen. Die Politik hat bestimmt, welche Richter da reinkommen. Und in Polen, die Politik hat einen Einfluss drauf, was die öffentlich-rechtlichen Medien berichten. Und in Deutschland tut man dann so großartig entsetzt. Nicht zu fassen. Deutschlands Städte fürchten den Sozialkollaps. Wer soll das bezahlen? Wer will das bezahlen? Und vor allem die Deutschen migrieren dann einfach, also die Leistungsträger migrieren dann einfach wieder irgendwo ins Ausland, wahrscheinlich noch nach Amerika. Und so wird Deutschland mehr und mehr zerstört, beziehungsweise Deutschland zerstört sich ja auch selber. Viele, die an der Grenze abgewiesen werden, kommen ein paar Stunden später dann ins Land. Das heißt, wir Deutschen können die Grenzen nicht schützen. Wir dürfen auf keinen Fall zulassen, dass irgendwelche fremden Truppen, also nicht deutsche Truppen, dann irgendwann hier diese Aufgabe übernehmen sollen. Weil wenn die das machen, dann übernehmen sie dann auch irgendwelche anderen Aufgaben. Wenn natürlich dann unter anderem in den neuen Bundesländern, wenn dann gefordert wird von eventuell der AfD oder eventuell den Linken oder auch anderen oder wem auch immer, wenn da gefordert wird, hey, wir stellen einfach Truppen auf,
aus den ganzen Russlanddeutschen hier und den ganzen anderen Putin-Fans hier oder was ich weiß der Geier und holen uns hier irgendwelche Ausbilder aus Russland oder sowas. Ich meine, dann geht's natürlich dann richtig heiß her. Die Polizei musste Verstöße gegen das Aufenthaltsrecht ignorieren. Das heißt, Recht zählt nicht mehr viel. Und es zeigt halt eben dann auch, wie wenig Möglichkeit die Beamten haben. Also wie sehr man das Ganze zentralisiert hat, wie sehr man das Ganze gleichgeschaltet hat. Also man kann da als Beamter nicht viel machen. Sonst ja, verliert man seine Jobaussichten oder seinen Job, seinen Beamtenstatus, beziehungsweise man kann nicht aufsteigen in dem System. Es gibt einige Leute, die da natürlich dann sagen, hey, ich bin immer noch anständig und ehrlich, aber um aufzusteigen, um dann zumindest irgendwas Gutes zu machen, muss ich halt bei vielen Dingen weggucken, beziehungsweise mitmachen. Gab es hier den Skandal, interne Dienstanweisung Schleswig-Holstein. Schriftliche Weisung, es hieß diese durch Kanzlerinerklärung und faktisches Verhalten deutscher Behörden beim Grenzübertritt nach Deutschland eingeladenen Flüchtlingen machen sich nicht strafbar, weil Grenzübertritt und Aufenthalt gerechtfertigt sind. Der Anfangsverdacht strafrechtlichen Verhaltens ist während des gesamten Aufenthalts in Schleswig-Holstein deshalb bis auf Weiteres nicht gegeben. Ah, per Ordre de Mufti. Angela Merkel hat's gesagt. Und die Behörden, die großen Behörden machen das so. Also ist es jetzt recht. Absolut grauenvoll. Frage ist, was ist unsere Reaktion auf diese Aktion? Gesundheitskosten explodieren wegen den Asylbewerbern und dann diese Maulkorb-Debatte. Natürlich, die Journalisten haben sich einen Maulkorb auferlegt. Natürlich, je weniger Geld in den Massenmedien drin ist, umso mehr sagen die Leute Ja und Amen. Also die wenigen Promis in den Öffentlich-Rechtlichen kassieren natürlich dann Millionen Gehälter oder mehrere Hunderttausend im Jahr und leben in Schlössern. Aber der durchschnittliche Journalist oder Cutter oder sonst irgendwas, der kriegt einen Hungerlohn. Beziehungsweise ist dann gar nicht wirklich direkt angestellt bei den Öffentlich-Rechtlichen, sondern bei einem Subunternehmer der Öffentlich-Rechtlichen. Und vielleicht ist der kleine Arbeiter dann bei diesem Subunternehmer auch nicht fest angestellt, sondern auch nur ein freier Mitarbeiter. Und wer es am billigsten macht, der kriegt dann den Auftrag, irgendeinen Bericht zu schneiden. Oder irgendwo eine Reportage zu machen. Also der blanke Narzissmus. Blanke Geisteskrankheit. Natürlich werden dann die Journalisten auch immer kaputter und machen natürlich dann alles für Geld. Und das Problem fängt auch an den Unis an. Also an den Unis ist es das Gleiche. 2006 bei mir in der Uni. Niemand wollte von mir Kritik hören über Russland. Niemand wollte eine realistische Einschätzung hören über Russland. Wahrscheinlich exakt dieselben Professoren singen heute ein ganz anderes Lied. Und tun genauso, als wäre das selbstverständlich, was sie da sagen. Jetzt hätten sie das immer schon so gesagt.